Mein Name ist Snake und ich bin auf der Flucht. Schuss beginnt meine heutige Aufzeichnung. Wow, hier sind wirklich so eine Frosttypen. Okay, meine eisigen Freunde. Also irgendjemand, irgendwo ins Nirgendwo diese komische Garage gebaut. Meine Hoffnung, dass da drin vielleicht ein Zugang zu einem Schutzraum ist, hat sich leider zerstört. Sicherer Platz für die Nacht ist das ja auch nicht. Da sind zu viele von denen. Ich glaube, meine beste Chance ist jetzt rennen. Nein, ich werde diesen Hirsch jetzt nicht erschießen. Ich habe keinen Platz dafür. Und dann riechen sie mich noch mehr. Und das ist in der Nacht nicht gut. Ja, du weißt auch schon, was los ist, ne? Du spürst das. Auf diesen Felsen können wir uns natürlich aushalten. Die Lampe ist besser. Da hinten ist ein Haus, und zwar ein ordentliches. Das ist wieder eins von denen. Heißt aber, ich muss es mir erst freikämpfen. Und vielleicht kann ich sie ja weglocken. Mann, es ist kurz vor 10, ich sollte keinen Mist bauen. Auf der Straße kann man nur mal leichter laufen. Das Haus hätte ich mir jetzt nicht freikämpfen können in der kurzen Zeit. Glaube ich. Fürchte ich. Was weiß ich. Oh Gott, die Straße ist... Nee. Schöne Straße, aber eine blöde Idee. Zumindest wenn die Heimatbasis in diese Richtung verläuft. Ich hab's ja schon mal durch die Nacht geschafft, warum nicht wieder? Oder war ich nicht so weit weg?
dieser Gegend ist ein falscher Schritt der letzte. Es ist so still. Wo bin ich hier? Da komme ich auf die Hauptstraße zurück. Okay. Will ich das mal ganz leise und langsam versuchen. Das Haus habe ich schon freigekämpft. Was nicht heißen muss, dass da nicht schon wieder welche drin sind. Sind hier noch die deutlichen Zeichen des Kampfes damals. Wenn ich mich da aufs Dach zurückziehe, dann müsste ich es doch eigentlich hinbekommen. Oh, das wird eine lange Nacht. Was habe ich denn da im Kühlschrank gelassen? Gammel. Ist irgendwo rauf. Hier ist die Leiter. Es ist nicht das gleiche Haus, wo ich schon mal eine Nacht drauf durchgehalten habe, aber ähnlich. Sehr schön. Ich will wenigstens hier meine Spitzhacke mal ein bisschen herrichten. Mann, soll ich wirklich hier bleiben? Oder soll ich es einfach versuchen? Es ist im Moment eine ruhige Nacht. Eine von diesen ersten Nächten nach schlimmen Ereignissen. Zu beißen getragen. Ich gehe weiter, das ist mir. Das schaffe ich schon. Ich bin gut gerüstet und gut ausgerüstet. Und das ist ja nicht die Stadt hier. Oh Mann, ist das unheimlich. So laufe ich parallel in der Straße entlang. Ich könnte in die Höhle gehen und mir noch ein bisschen Potassiumnitrat mitnehmen, damit ich mehr Munition herstellen kann. Dann ist die Nacht wenigstens sinnvoll genutzt. Problem ist nur, ich habe keinen Mining-Helm dabei. Das heißt, es wäre sehr, sehr dunkel. Weit kann es doch nicht mehr sein, oder? So gehe ich auf die Straße zu. Tja,
Tja, Zeit, um über Pläne zu sprechen. Wie gehe ich weiter vor? Richte ich mich da jetzt wirklich für immer oben ein? Das war eigentlich nicht mein Plan. Aber ich weiß ja nicht, wo ich hin soll, also... Von dem her... Wenn man auf die Karte guckt... Das hier, das ist... ausgeschlossen, keine Frage. Runter in die Wüste, tja. Bislang gesehen, aber gibt's da nichts. Nur so ein paar Zeltcamps. Oder was war das? War doch sowas. Was war das eigentlich? Sowas wie ein Schiff. War das ein Berg oder habe ich die Gegend nur nicht angeguckt? Nee, das ist ein seltsames Gebilde. Das sieht aus wie ein Schiff. Eine gestrandete Eiche ist oder sowas, aber das ist da auch nochmal so ähnlich. Nee, das sind Felsformationen wahrscheinlich. Ich meine, ich könnte dieser Wüstenstraße ein Stück folgen. Gehe ich einfach von hier aus in die Wüste rein. Und gucken mal, was da so zu finden ist. Und ich muss mich wirklich hier langsam besser ausbauen. Es ist und bleibt der beste Stützpunkt, den ich bisher hatte. Auch gesehen habe, weil diese Häuser, die halten nicht lange. Bin schon wieder da. Man, jetzt der Höhleneingang. Hier. Ich dachte, ich bin schon dran vorbei. Steine sind ganz schön massiv. Wie war das jetzt? Das ist nicht viel. So, hier eigentlich. Blei, ja? Welches ich schon gar nicht mehr aufnehmen kann. Dumme. Dumme Sache. Irgendwas muss weg. Ich bin satt, ich bin zufrieden. Ich habe keinen Platz. Ich kann nichts unterbringen. Ich schmeiß den Kaffee weg. Jetzt habe ich da noch Eisen abgebaut. Hier, wir einen Kleber bräuchten. Okay. Ein Stück weiter runter hier. Blindabbau. Ganz neue Form der Bergmannsarbeit. Was haben wir da oben denn? Ist das Eisen? Warte mal, hier kann ich mich doch draufstellen. Komme ich da noch dran? War Eisen. Und ich glaube, da ist noch mehr Nitrat, oder?
Nee, war nur ein normaler Stein, okay. Stück abgerutscht. Egal, wieder hoch. Ah. Nee. Ah, verdammt, das ist nicht leicht hier. Oh. Jetzt haben wir wieder den Salat, dass ich irgendwo festhänge. Bei der besten Tageszeit auch noch. Nee, da ist noch welches. Blind Mining würde ich das wohl nennen. Naja, ohne Helm ist das ein bisschen... ohne Helm und mitten in der Nacht ist das ein bisschen gefährlich hier. Ich muss hier einstürzen. War's das mit mir? Dann werde ich inmitten der Untoten-Apokalypse von einem Haufen Dreck erschlagen. Das wäre doch mal ein Abtreten. Probier's nur, jetzt habe ich hier ein Loch gehauen, jetzt komme ich nicht wieder drauf. Doch. Und raus hier los, komm schon. Ein Hüpper noch. So. Und jetzt renne ich los. Alles gut, die Nacht ist ruhig, keiner hier. Augenscheinlich zumindest. Ach Gott sei Dank, ich habe ja hier noch eine Toilette. Ich denke die ganze Zeit, ich habe gar keine mehr zur Verfügung. Oh, ich kann ja Wasser holen. Wahrscheinlich geht das auch in der Spüle, oder? Was hier schon was jetzt tun kann. Um die Nacht ein bisschen zu überbrücken. Willkommen im sicheren Hafen. Sieht doch alles nach was aus. Dann komme ich doch eine Weile. Beide gleich gut. Besser. Aber das hier, das ist Gold wert.
Kann ich denn jetzt auch schon eine Shotgun bauen? Eine normale? Ja. Kann ich. So, der beste Stock, den ich habe. 214. 213. Was habe ich hier geguckt gerade? Qualität 214, 233 und der hat Qualität 244. Genau. So. Das beste Rohr. 275. 230. So, jetzt neu. Das ist klar, da brauchen wir nicht lange überlegen. 275. Auch soweit. Und das Mittelstück hier. Da bimseln wir jetzt mit der Taschenlampe drauf. Haben eine ziemlich ordentliche Shotgun. Aus den anderen Teilen kann ich immer noch eine gute Shotgun bauen. Hier sind die. Ich dachte gerade schon, oh Gott, ich habe meine Slugs verloren, aber alles gut. Ja, hey, warte mal, ich habe doch noch eine. Was mache ich denn da? Auch die kann ich zumindest noch verbessern. Was nur ein bisschen ist. Aus mit dem Rest hier. Baue ich das Ding wieder auf die Pistole drauf? Ja doch, die benutze ich am meisten. So. Ein Eisenerz. Es gibt keinen Schmerz. So, das. Wunderbar. Ich glaube, Duct Tape habe ich jetzt erstmal genug gesammelt. Dass ich davon ständig irgendwas einsammeln müsste. Achtmal Öl. Habe ich noch genug Eisenstreifen? Ja, könnte ich zur Not herstellen. Wildes Kisten hin und her suchen. Mein gammeliges Wasser. Das war's, was man machen wollte. Meine Gläserkiste. Okay. Für heute ist die Nacht eh rum. Dann schmeiße ich gleich nochmal eine ordentliche Ladung Gläser an und dann, also Wasser, koche ich und dann beschließen wir es für diesen Tag heute. Also, bis dann.